Guten Tag, mein Name ist Anulf Koch. In dem Video werde ich mal ein bisschen tagesaktuelles Marktgeschehen kommentieren und gerade heute die FED-Sitzung in den USA, also die Zentralbank der USA, kündigt ihre Zinspolitik an oder spezifiziert sie etwas genauer. Und dann möchte ich mal erklären, was da die Auswirkungen auf den Aktienmarkt von den Zinsen sind. Also starten wir mal rein in das Video. Generell ist erstmal, man hat in den letzten Tagen viel gesagt, jetzt haben wir gerade einen Crash oder sowas, wie gehe ich damit um? Das werde ich in dem Video auch mal ein bisschen thematisieren, wie man damit umgeht. Erstmal die Definition, haben wir einen Crash? Ich würde sagen, wenn die Kurse stärker als normal zurückgehen, kann man so von drei Sachen unterscheiden. Einmal eine Kurskorrektur, einmal ein Crash und einmal ein Bärenmarkt. Und da habe ich mal Unterscheidungskriterien, ich werde das wieder unter das Video packen, kann man da nachlesen. Also im Prinzip bei der Kurskorrektur, die Kurse geben deutlich nach und man, wenn man sein Depot sieht und wenn das ein bisschen was drin ist, sagt man, Mist, jetzt habe ich an einem Tag so viel verloren, wie ich sonst in einem Monat arbeiten muss oder so. Das ist natürlich unschön, aber man freut sich natürlich auch mal, wenn es hochgeht. Aber wenn man sich dann anschaut, die Kurse pendeln immer noch im Bereich der 200-Tage-Linie. Vielleicht, wo sie vorher immer drüber waren, sind jetzt ein bisschen drunter. Aber auf Jahressicht gesehen bin ich noch im Plus und alles eigentlich in Ordnung. Und dann kann man sagen, das ist eine natürliche Erholung, wo man sagt, oft das ist ein Nachschnaufen, der Markt muss neue Kraft sammeln, dass er danach wieder steigen kann. Aber natürlich, jeder Bärenmarkt fängt auch so an. Und kommen wir zur dritten Definition, der Bärenmarkt. Hier sinkt der Kurs permanent immer ein bisschen und der ist dann auch niedriger als vor einem Jahr. Und der kann mehrere Jahre einfach so runtergehen. Schauen wir uns gleich an in der Grafik, wie das aussieht. Und dann als drittes, so dass der klassische Crash, da ist ein kurzes, heftiges Ereignis. Weil nicht, geht man ein paar Tage ineinander, je 5% am Tag runter oder sowas. Insgesamt vielleicht 15, 20, 30, 40% runtergegangen. Und die Kurse sind weit unter der 200-Tages-Linie und auch tiefer als vor einem Jahr. Also hier habe ich wirklich richtig Geld verloren. Das ist erstmal so eine Unterscheidung. Und da können wir uns jetzt einfach mal in Portfolio Performance anschauen, wo wir gerade stehen. Ich schiebe mich auf die andere Seite. Das ist die Demo-Datei, die unter einem der letzten Videos auch zum Download war. Und da schaue ich immer quasi rein, wie entwickeln sich die Märkte. Heute ist jetzt gerade alles positiv. Also wahrscheinlich ist das Schlimmste schon abgebaut. Aber schauen wir uns mal die MSCI World jetzt hier an. Dann ziehen wir es vielleicht noch ein bisschen größer, dass wir da mehr erkennen können. Und wenn man sich jetzt den 10-Jahres-Chart anschaut, sieht man, dass hier oben jetzt der aktuelle Crash ist. Aber wenn ich mir Corona-Crash zum Beispiel anschaue, dann ist das eine ganz andere Dimension. Und gehen wir jetzt mal in die 2 Jahre rein. Dann sieht man zum Beispiel, wir haben noch nicht mal aktuell die 200-Tages-Linie unterschritten. Und wenn man hier oben sich den Datenpunkt anschaut vor einem Jahr, 20,16%. Also der hat 20% zugelegt in einem Jahr, der MSCI World Index. Und im langjährigen Mittel legt er ungefähr 8% zu. Also es ist immer noch mehr als doppelt so gut dieses Jahr. Und dann würde ich sagen, ist das einfach eine notwendige Kurskorrektur. Weil wo steht der gerade? 74,2 Euro. Und wenn ich jetzt mal hier drüber fahre, hier ist er jetzt 74,4, 74,1, also das ist der 18.10., 18.11., 18.12., 18.1., also es sind 3,5 Monate, wo der jetzt gerade mal davor steht. Und hier hatte man ja auch nicht dabei gedacht, wo es das erste Mal auf, weiß nicht, 74, also irgendwie in dem Bereich, da hätte man gesagt, der läuft da alles nach Plan perfekt. Und jetzt ist er genauso hoch wie vor 3 Monaten und jetzt hört man oft Kommentare, soll ich jetzt verkaufen, soll ich meine Sparpläne aussetzen oder sowas. Zeige ich nachher, warum das eine schlechte Idee ist. Aber generell also natürlich ein bisschen mal auf den Chart schauen. Und wenn man, ich setze mich wieder auf die andere Seite, hier links Corona-Crash anschaut, das sieht man, war da vielleicht 2,5 Mauszeiger drüber und 1, 2, 3, 4, 5 Mauszeiger drunter. Also hier sieht man die 200-Tages-Linie deutlich unterschritten. Und schauen wir uns jetzt mal zum Beispiel 10 Jahre an. Ich muss wieder auf die andere Seite. Wo er hier das letzte Mal in dem Bereich war, nehmen wir den Tiefspunkt, das war dann ungefähr 45 und dann war er ungefähr schon mal Kurs, hier ist er ein bisschen niedriger, im Bereich 42, 43, 46, also hier Ende 2017. Also das heißt von 2017 bis 2020, also da hat es wirklich richtig Jahre kaputt gemacht, dieser Crash. Und war auf jeden Fall höher als vor einem Jahr, wenn man schaut, das war ungefähr hier vor einem Jahr, da war er halt auf 47 und hier hat 45. Also er hat auf jeden Fall real zu dem Zeitpunkt verloren. Jetzt für die Jahre zuvor habe ich ein hier reingebaut ein Diagramm.
weil da kann man besser in die Vergangenheit zurückschauen. Das wiederum ist jetzt auch in, wenn man das einfach nochmal runterlädt, die Demo-Datei, hat man das auch. Und wenn man jetzt hier wieder zum Beispiel 25 Jahre sich die Daten anschaut, übrigens ein Tipp, wenn das nicht funktioniert, hat es bei mir eben gerade auch nicht. Ich habe einfach eine Buchung in 1995 angelegt. Die Grafiken gehen immer nur, fangen immer ab der ältesten Buchung an. Und dann habe ich einfach eine Einzahlung über 1 Euro angelegt in Portfolio Performance und dann kann ich mir die Diagramme weit in die Vergangenheit anschauen. Genau. Und jetzt findet man uns einen klassischen Bärenmarkt, zum Beispiel 2000 bis 2000, was ist das, 3. Da ging es jetzt hier über einen Zeitraum und auch vom Kurs her 67 Euro auf, es sind Prozent, Moment, Entschuldigung, hier ist ein Performance-Chart, der zeigt relative Prozent an, von plus 67 auf minus 8% und das über einen Zeitraum von 3 Jahren, da ging es permanent nach unten. Und dann wieder hat es aufgeholt und dann lustigerweise, schauen wir nochmal, also die 67, dann ging es nochmal runter und hier ist 72, hier hinten ist 51, also hier 63 am 2011. Also man hat jetzt tatsächlich einen Zeitraum gehabt von 2000 bis 2011, in dem der effektiv nur seitwärts lief oder wo er quasi ein starker Bärenmarkt war. Hier nochmal ein Crash im 2008, der Finanzcrash. Auch hier sieht man natürlich, wie heftig das runtergeht. Und hier rechts oben, sage ich mal, ist jetzt noch kaum zu erkennen. Es kann natürlich sein, dass es sich zu einem größeren Problem auswirkt, aber erstmal geben das die Daten oder gibt es der Chart noch nicht so her. Also noch ist alles im grünen Bereich. Und hier natürlich sieht man auch den Bärenmarktanteil. Das habe ich in dem letzten Video bei Hebel-ETF erklärt. Da im Kontext von Hebel-ETFs, aber gilt natürlich für jede Wertpapieranlage. Wenn ich mit einem Sparplan hier reingehe und dann habe ich hier natürlich, wenn ich immer jeden Monat nachkaufe, habe ich hier weniger Anteile als hier. Und das heißt, ich werde mit dem runtergehenden Kurs weniger betroffen sein als mit dem steigenden Kurs. Also wenn ich selbst so eine Seitwärtsbewegung habe und gehe in die mit dem Sparplan rein und quasi von Top zu und das nächste Mal erreicht, habe ich ja am Schluss die Erholung und in dieser Schlusserholung habe ich mehr Anteile als davor, wo es runtergeht, quasi in der Anfangsruntergangszeit und dadurch kriege ich tatsächlich mit Sparplänen in einer Seitwärtsbewegung eine positive Rendite, obwohl der ETF vielleicht nominell genauso teuer steht. Also wenn ich volatile Märkte habe, dann muss ich bei sowas mit Sparplan rein, weil dann kaufe ich ja zwischendrin billiger ein. Wenn ich von einer steigenden Erwartung habe, wie zum Beispiel ab hier, ab was sind das, 2009 bis heute, dann wäre natürlich ein Einmalkauf hier geschickter, weil dann hätte ich für das gesamte investierte Kapital die volle Rendite gemacht hier von jetzt ungefähr 500%. Währenddessen, wenn ich mit Sparplan reingehe, die aktuellen Raten, die sind ja zum aktuellen Kurs gekauft. Das heißt, da bin ich im Durchschnitt irgendwo dann in der Mitte als Mischeinstiegskurs. Deswegen immer, wenn ich von deutlich konstant steigenden Kursen ausgehe, ist Einmalkauf besser. Wenn ich eine Volatilität erwarte, ist ein Sparplan besser, weil ich dann immer wieder, wenn ich bei einer Kursschwäche nachkaufe, mehr Anteile bekomme und in Schwächephasen rein dadurch ja, verbilligen kann. Gut, also das erstmal. Ich würde sagen, im Moment sind wir noch im Bereich einer Kurskorrektur, aber das kann natürlich sich in einen Crash oder einen Bärenmarkt ausarten. Jetzt